Hallo ihr Lieben, ich habe Ihnen und euch heute ein neues Lieblingsbuch mitgebracht. Ich kann es gar nicht anders sagen. Doreen Cunningham, Der Gesang in den Meeren, erschienen im Rowohlt Verlag und aus dem Englischen übersetzt von Karin oder Karen? Hey, du lieber Himmel. Karen Wittun. Und das ist ein Buch, das hat mich unglaublich begeistert. Also, ich liebe Wale und ich liebe das Meer. Und dieser Einband, ja, der hat mich quasi schon verführt. Aber als ich gelesen habe, um was es geht, nämlich das berührende Porträt einer bedrohten Welt und eine bewegende Geschichte über Liebe und Mutterschaft, da habe ich gedacht, ja, das kann ja nur für mich sein. Und dann bin ich einfach hineingestiegen in dieses Buch und mit Doreen Cunningham auf Reisen gegangen. Doreen Cunningham ist ausgebildete Umweltingenieurin und arbeitet also in der Klimaforschung und dem britischen Forschungsrat für Umweltfragen, bevor sie sich dem Journalismus zuwandt. Und in diesem Buch geht es um eine großartige Reise zu den Grönlandwalen. Die Grönlandwale unternehmen die längste Wanderung eines Säugetieres auf diesem Planeten. Und sie legen mit ihren Kälbern jährlich viele tausend Meilen zurück im Meer und kümmern sich ganz liebevoll, so wie Mütter sich auch in der Regel um ihre Kinder kümmern. Und hier geht es um die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die wirklich so an einem Tiefpunkt in ihrem Leben angelangt ist. Sie wohnt in einem Heim für obdachlose, alleinerziehende Mütter. Sie hat beim Sorgerechtsstreit um ihren kleinen zweijährigen Sohn alles verloren. Sie besitzt zwar eine Eigentumswohnung, aber das gehört sozusagen zum negativen Vermögen oder wie auch immer man das nennt. Und eines Tages, als sie in einer Kirche sitzt, da erinnert sie sich an ihre erste Reise als Journalistin, als sie quasi auf Forschungsreise war, um den Klimawandel, etwas über den Klimawandel zu schreiben oder zu recherchieren. Ich war wieder in Alaska. Wie vor 7 Jahren war wieder in der Stadt Utqiagvik, die damals Barrow hieß, und wohnte bei einer Inupiaq-Familie. Die Stadt klammert sich am nördlichsten Punkt der USA an die Küste des Arktischen Ozeans. Hier leben und überleben die Inupiat seit Tausenden von Jahren, immer wieder von Eis und Dunkelheit umschlossen, zusammengeschweißt durch ihre uralte Kultur und durch die besondere Beziehung zu den Tieren, die sie jagen. Vor allem die großartigen und geheimnisvollen Grönlandwale. Ich hatte dort nicht nur Wale gesehen, ich hatte zu einer Familienjagdgruppe gehört und ein Land von erstaunlicher Schönheit und Gefährlichkeit kennengelernt. Damals hatte ich mich so lebendig gefühlt, mit anderen Menschen und der Natur eng verbunden. Wenn ich dieses Gefühl nur wiederfinden und es an Max weitergeben könnte. Und dann macht sie sich auf die Reise. Und das wird in doppeltem Sinn eine ganz bewegende Geschichte. Zum einen erfahren wir von ihrer ersten Reise, als sie bei dieser Familie gelebt hat und die indigene Bevölkerung Alaskas kennengelernt hat, ihre Kultur kennengelernt hat, ihre Bräuche kennengelernt hat, ihre Lebensweise kennengelernt hat und viel gelernt hat, so wie ich in diesem Buch auch viel gelernt habe, über das Zusammenleben von Mensch und Natur, gerade in dieser Landschaft. Und das ist also, dieses Buch ist eine Mischung aus Erinnerungen,
Es ist ein Reisebericht, würde ich sagen. Und es ist durchzogen natürlich durch die erste Reise, die Dorian Cunningham unternommen hat, mit vielen wissenschaftlich dokumentierten Geschichten, trifft es vielleicht nicht so wie so eine Art Reportage, die man liest natürlich. Und es entstehen Bilder im Kopf. Man fühlt sich diesen Menschen sehr verbunden und man lernt unglaublich viel. Also ich bin viel schlauer aus diesem Buch herausgegangen, als ich reingegangen bin. Und das macht es total spannend. Es ist eine Abenteuerreise im doppelten Sinn. Man folgt einmal der Geschichte, die Doreen Cunningham als Journalistin erlebt hat, als sie mit dieser Familie zusammengelebt hat, auf die Jagd gegangen ist und erlebt hat, wie die Menschen mit der Natur umgehen, was der Klimawandel mit dieser ganzen, mit der Landschaft und der Lebensweise von Mensch und Tier macht. Und man reist mit dieser jungen Frau, mit dieser jungen Mutter, die ihrem Sohn einfach zeigen will, wir können alles schaffen. Und es gibt immer einen Weg. Und das ist etwas, was mich sehr berührt hat. Also nicht nur, dass wir unglaublich viel lernen in diesem Buch, es ist auch ein Abenteuer, ein ganz großes Abenteuer. Ein Buch, dem ich ganz viele ja, Leser wünsche. Es ist eine faszinierende Geschichte und es ist eine ganz persönliche Geschichte, die aber mit viel, viel Liebe zu den Menschen, zu den Tieren ja, verbunden ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist ja eine aufwühlende Geschichte, aufwühlend wie das Meer in stürmischen Zeiten. Unglaublich beeindruckend, unglaublich viel Wissen steckt hier drinne und eine ganz, ja, ein Lieblingsbuch, eines meiner Jahreshighlights, würde ich sagen. Lest es alle und verliebt euch schon mal in diesen Einband und dann lest ihr es einfach. Es ist großartig.